Grüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die Eulen Ludwigshafen um 16 Uhr. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Trainer Michael Haas und unsere Geschäftsführerin Selke und unseren Rechtsaußen Johannes Berlin. Und ja, die erste Frage geht heute an René. René, der Mai hat es in sich. Es warten noch jede Menge Spiele. Was sind denn die Ziele für den HCL? Ja, also ich glaube, wir sollten uns erstmal auf den kommenden Sonntag konzentrieren. Du hast natürlich vollkommen recht, da warten jetzt viele Aufgaben auf uns, aber insgesamt sollte man sich, glaube ich, wirklich jetzt erstmal der nächsten Aufgabe widmen, und das ist am Sonntag nämlich auch keine allzu leichte. Ich finde, wir haben vorgestern ein sehr, sehr ordentliches Spiel gegen den THW Kiel gemacht. Ich finde, wir haben über weite Strecken wirklich auch die Kieler vor viele Probleme gestellt, und ja, glaube ich, sollten uns auch eher auf unsere Stärken jetzt konzentrieren, die wir dort auch richtig gut gezeigt haben, weil die werden wir jetzt am Sonntag nämlich genauso brauchen. Da kommt ein extrem gefährlicher Gegner auf uns zu. Die Eulen, wenn man sich so die Ergebnisse der letzten Wochen und Monate angeguckt hat, immer knappe Spiele, haben auch gegen die Top-Mannschaften sehr, sehr lange und sehr, sehr gut mitgehalten. Dementsprechend sollten wir und sind wir auch sehr gewarnt vor den Eulen. Nichtsdestotrotz, ob sie jetzt auf einem Abstiegsplatz stehen, sollten wir wirklich schauen, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt. Und ja, die kämpft natürlich um das Überleben. Solche Mannschaften sind immer brandgefährlich, und wir sollten uns auch nicht da in Sicherheit wiegen und das auf die leichte Schulter nehmen. Aber das Thema kennen wir gut, und wir wissen auch, dass, wenn es bis zum Ende knapp steht, dass es auch jetzt nicht unnormal ist. Und wir müssen halt unsere Chancen nutzen, die wir da mit Sicherheit auch bekommen werden, und uns auf unsere Qualitäten auch beschränken. Und ich glaube, davon ist genug vorhanden, und deswegen bin ich optimistisch, dass wir am Sonntag auch dann einen Heimsieg holen. Danke. Angesprochen, es war ein schwerer Gegner auf euch am Sonntag, ein unangenehmer Gegner. Wie stellt ihr dein Team auf das Spiel am Sonntag ein? Ja, guten Morgen zusammen. Ja, wir hatten jetzt natürlich zwei Highlight-Spiele gegen Magdeburg und Kiel, bei denen man, wenn man ehrlich ist, eigentlich nichts von uns erwartet hat. Wir konnten eigentlich nur gewinnen. Einmal haben wir das geschafft, einmal nicht, obwohl wir ein ordentliches Spiel gemacht haben, wie das der René schon gesagt hat. Ja, und jetzt kommt ganz, ganz harte Arbeit auf uns zu. Die Eulen Ludwigshafen sind dafür berühmt, berüchtigt für ihre Kampfkraft. Sie leben davon. Sie haben es in den vergangenen Jahren immer wieder, teilweise unerwartet, geschafft, die Klasse zu halten. Das heißt, die wissen, wie man kämpft und wie man solche Spieler angeht. Wir haben gestern in der Liga ein Ergebnis gehabt mit dem Sieg von Balingen in Magdeburg, was die Eulen zusätzlich unter Druck gesetzt hat. Das heißt, die kämpfen ums Überleben, und da wird es sehr darauf ankommen, wenn es vielleicht sogar nur darauf ankommt, wie wir diese Aufgabe annehmen, wie wir den Kampf annehmen, wie bereit wir für dieses Spiel sind. Aber wir kennen die Situation. Ich glaube, wir schaffen das. Wir wissen genau, wie wir in dieses Spiel reingehen müssen, mit welcher Einstellung wir da rangehen müssen. Und dann geht es darum, unsere Leistung abzurufen. Und am Ende des Tages ist es wieder ein Heimspiel, was wir jetzt gewinnen sollten, was man von uns erwartet. Und wir werden alles dafür reinlegen. Dankeschön. Ja, Johannes, Stichwort Leistung abrufen. Du hast deine Leistung gegen Kiel in jedem Fall abgerufen mit 6 Toren, die meisten Treffer erzielt für deine Mannschaft. Wie schätzt du denn das Spiel am Sonntag ein? Ja gut, ich kann mich René und Hassan natürlich da nur anschließen. Da kommt eine kämpferische Truppe eben auf uns zu. Und ja, da kommt es eben, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, kommt es nicht darauf an, großartig taktische Meisterleistungen aufs Parkett zu bringen, sondern die werden fighten, die wollen nicht absteigen, die wollen nicht in die zweite Liga, die wollen natürlich drinnen bleiben, und dafür werden sie eben alles raushauen. Und gerade die Mannschaft ist schon von vornherein bekannt dafür, nicht nur in der jetzigen Situation, sondern eben auch schon vorher, sehr unangenehm zu bespielen. Aber ja, es kommt eben auf die Einstellung drauf an, eben, dass wir dieses Spiel 100% eben auch kämpferisch angehen und nicht nur versuchen, das spielerisch zu lösen, denn ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Dankeschön, Johannes. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Und genau, vielleicht Sebastian, machst du den Anfang? Du hast schon die Hand gehoben. Ja, ich hoffe, man versteht mich. Wenn, dann für ein Zeichen. Zunächst mal vielleicht die Frage, wie Spiel sind denn alle fit, oder hat sich die ja eh schon relativ gut besetzte Bank da draußen noch weiter verstärkt, dass jemand zuschauen muss? Ja, also wir rechnen damit, oder rechnen ganz vorsichtig damit, dass Shimi Ivic wieder ein bisschen helfen kann, was natürlich den Dani Musindi auf der halbrechten Position ein bisschen entlastet. Wir hatten jetzt im Spiel gegen Magdeburg das Problem, dass Peter Ovobi sich verletzt hat. Da steht noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen dahinter, ob er denn spielen kann. Ansonsten bleibt eigentlich alles wie gehabt.
Wie ist es denn jetzt so ein bisschen mit etwas Abstand zu den Corona-Infektionen? Wie verkraften alle die Belastungen? Also natürlich, es wurden ja Tests gemacht, um überhaupt wieder einzusteigen, aber das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man dann wirklich quasi den Ernstfall hat und richtig hoch und runter rennen muss. Stecken das alle gut weg oder merkt der ein oder andere doch noch, dass vielleicht da noch ein bisschen was nachhängt? Also es nähert sich alles immer mehr der Normalität. Man merkt schon in Teilbereichen, dass da ab und zu noch ein bisschen Luft fehlt. Gerade das Spiel gegen Magdeburg hat sehr, sehr viel Substanz gekostet. Auch jetzt gestern gerade Sebastian Firnhaber hatte natürlich eine sehr, sehr anstrengende Woche auch mit der Nationalmannschaft. Und man merkt schon bei ein paar Spielern, dass sie noch nicht wieder konditionell auf Top-Level sind. Aber unser Kader ist groß genug, wir können das auffangen. Und nochmal, es wird langsam alles wieder so, es nähert sich dem an, wie es sich sein sollte. Ich mache mal noch ein bisschen weiter und wenn jemand anders möchte, dann gerne dazwischen grätschen. Schon angesprochen, Ludwigshafen jetzt noch mehr unter Druck durch den Sieg von Balingen. Das ist ja vielleicht nur die letzte Chance, überhaupt irgendwie nochmal ranzukommen. Auch wenn die Tabelle ja immer noch ein bisschen aufverzerrt ist durch die Nachholspiele. Wie bereitet man sich darauf vor, diese Einstellung sozusagen zu matchen, wie man so neudeutsch sagt, dass man weiß, der Gegner geht vielleicht nochmal mit einer anderen Einstellung an, als man selber, der jetzt gerade nicht ums Überleben kämpft? Naja, allzu lange ist es auch nicht her, dass wir auch ums Überleben gekämpft haben. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist auch nicht allzu lange her, dass uns die Eulen Ludwigshafen in eigener Halle sehr wehgetan haben. Man redet immer davon, dass es einfach ist, sich für Spiele gegen Kiel, gegen Magdeburg zu motivieren. Aber ich erwarte von unserer Mannschaft und auch von meinen Spielern, dass es auch in diesem Spiel, gerade in diesem Spiel, kein Problem sein sollte, sich für dieses Spiel heiß zu machen. Was hat sich denn vielleicht im Hinspiel verändert beim Gegner? Hat man gemerkt jetzt bei der Vorbereitung, dass die groß was anderes machen oder bleiben die sich treu? Das ist jetzt Mitte November, also gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Sie haben nicht viele Sachen verändert. Es sind immer Kleinigkeiten, aber sie haben die waren auch vom Verletzungspech ein bisschen gebeutelt, haben jetzt auch zuletzt viel mit drei Rechtshändern im Rückraum gespielt, gehen viel in die Zweikämpfe und das mit einer hohen Intensität. Am Ende ist es, wie es halt gerade im Handball ist, Spiele werden im Zweikampf entschieden. Vielleicht die Nachfrage dann da noch an Johannes, auch schon erwähnt, ist ziemlich unangenehm zu bespielen. Was kann man das vielleicht noch ein bisschen ausführen, konkret beschreiben? Wird es dann noch mal ein bisschen dreckiger und hässlicher bei Kämpfen als bei anderen Mannschaften oder was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also eigentlich kurz und knapp genau so. Dort wird hart verteidigt, sehr hart verteidigt und auch vorne wird ab und zu mal versteckt nochmal, ja, bekommt man nochmal einen mit, dann in die verbale Schiene, dass man versucht wird abgelenkt zu werden, sich nicht mehr auf das Spiel zu konzentrieren. Das sind nun mal alles ja, Tricks, Mittel, die sie sich bedienen müssen, um eben auch ja, bestehen zu können. Was für Sätze gibt es denn da so, die man zu hören bekommt? Wahrscheinlich Sätze, die ab und zu mal mit dem Ton Piep überstimmt werden müssten. Von daher, glaube ich, brauchen wir das nicht weiter ausführen. Okay, wenn wir schon gerade bei dir sind, vielleicht noch ein Satz zu dem Dreikampf auf deiner Position. Es hatte gefühlt so jeder so seine Phasen von den Spielern in der Saison, was natürlich auch viel mit Verletzungspausen oder Krankheiten auch zum Teil zu tun hatte, dass mal jemand daraus war und automatisch der andere oder vielleicht dann auch nur noch einer übrig blieb, der dann ja, so seine Spiele bekommen hat. Wie erlebst du das so? Das ist ja schon auch ungewöhnlich, dass das drei auf der Position ja, so unterschiedlich über die Saison streiten in dem Sinn und es nicht so die Teilen gibt, der da mal richtig lange über lange Phasen die Nase vorne hat. Ja gut, ist natürlich eine ungewohnte Situation mit drei Rechtsaußen. Normalerweise hat man ja dann oft drei im Rückraum. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, also ich hatte wieder meinen Fingerbruch, ich habe mir mein Muskelbündel gerissen in den Adduktoren. Der Hampus war verletzt, dann war der Hampus krank, dann kam Corona. Also ich glaube, es gab noch nicht mal wirklich eine richtige Situation, wo alle drei, wo man eigentlich sagen konnte, jetzt sind alle drei wirklich bei 100%. Von daher ist es relativ schwierig, die Frage so zu beantworten. Also es war jetzt ja auch ein bisschen Glück dabei, dass wir so viele waren, weil wir haben es ja alle gesehen, es waren nicht wirklich oft alle drei überhaupt fähig, ein Spiel bestreiten zu können, gemeinsam. Von daher, ja. War das gut so und wir haben jetzt noch die anderthalb Monate, den Rest der Saison
Und ja, da ist es auch nicht so unhilfreich. Dann, wie gesagt, wir sehen, was wir im Mai jetzt für ein Mammutprogramm haben. Und auch da ist es ganz gut, wenn man mal seine Pausen bekommt. Also ein Plädoyer in Zukunft immer mit drei. Ungerne, sagen wir es mal so. Also im Training ist es schon gewöhnungsbedürftig, wenn dann zum Beispiel auf ein Tor gespielt wird. Bekanntlich, ich glaube, das sehen ja auch viele, geht es im Spiel jetzt nicht unbedingt extrem viel über außen. Das wird dann im Training auch nicht unbedingt anders sein. Und wenn wir dann auf ein Tor spielen und man sich dann noch von den Angriffen die Hälfte teilt mit dem Partner, wird es dann doch sehr rar. Dann die Frage noch von dem Coachen, dann wäre ich durch. Gegner haben wir schon geredet, der kämpft um Überleben, Abschiedskampf. Wie ist es für den HCG? Hat man sich jetzt nach der Corona-Pause oder in der Corona-Pause, wo man ja auch viel Zeit zum Nachdenken vielleicht auch hatte, hat man sich danach nochmal ein bestimmtes Punkteziel ausgegeben als Mannschaft oder einen Platzierung? Da verbunden dann noch die Nachfrage, geht es vielleicht auch ein bisschen darum, nach sagen, so Mittelfeld dann vor allem die Spieler noch weiterzuentwickeln, die auch nächste Saison das HCE tragen werden, dass man einfach vielleicht auch jemand mehr hat, den man es vielleicht normalerweise vielleicht nicht geben würde, aber einfach zu gucken, dass man da noch Leute weiter voranbringt. Ja, ich habe nicht ganz alles verstanden, aber ich antworte mal nach bestem Wissen und Gewissen. Am Ende des Tages geht es in der Handball-Bundesliga-Saison geht es darum, Spiele zu gewinnen. Das ist keine Frage. Und da wollen wir hin. Wer die Tabelle sieht, ist immer noch sehr unübersichtlich. Es ist gerade in der Tabellenregion, in der wir uns befinden, sind es wenige Punkte, die uns da von ein paar Tabellenplätzen weiter oben trennen. Und darum kämpfen wir jetzt um Punkte. Aber natürlich geht es auch darum, oder wir können jetzt einfach jedes Spiel nutzen, weil wir einfach auch kein Training mehr haben oder wenig Training jetzt in der nächsten Zeit, uns weiter einzuspielen. Und das ist einfach ein Zusammenspiel. Ne? Aber am Ende steht im Fokus, Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch im Mai und dann auch im Juni mit den Spielen, die da kommen, einfach ein paar richtig coole Aufgaben haben. Und das fängt jetzt am Sonntag an. Und dafür kämpfen wir jetzt erstmal nicht, um schön uns besser einzuspielen, sondern einfach auch, um Spiele zu gewinnen. Das gehört natürlich irgendwo auch ein bisschen zusammen. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Einschalten und dann sehen wir uns alle am Sonntag um 16 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Dankeschön.